150 Jahre ist es her, dass Alice Salomon das Licht der Welt erblickte. Mit ihr wurde der Stadt Berlin eine Persönlichkeit in die Wiege gelegt, die im Laufe ihres Lebens in sehr vielfältiger Weise Einfluss auf das Leben und Arbeiten in Berlin, aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus nahm. Und als Pionierin der sozialen Arbeit und Akteurin der deutschen Frauenbewegung hat sie sich dafür eingesetzt, dass Menschen unabhängig von Geschlecht oder sozialer Herkunft Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und Mitbestimmungsrechten bekommen. Ein Bestreben, das auch 150 Jahre nach ihrer Geburt noch immer in vielen Bereichen unserer heutigen Gesellschaft von Relevanz ist. Und das hat sich das Berliner Abgeordnetenhaus zum Anlass genommen. Und die Ausstellung der Künstlerin Dessa über die in Berlin geborene Sozialreformerin und Feministin Alice Salomon ins Haus zu holen. Und darum sind wir heute hier in kleiner, aber feiner Runde in den Räumen des Abgeordnetenhauses. Ich selber heiße Lotta Höfer, bin Studentin der sozialen Arbeit und an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf eingeschrieben. Ja, und mit mir am Mikrofon sitzt zum einmal Carola von Braun. Sie sind Vorstandssprecherin der überparteilichen Fraueninitiative, kurz ÜPFI, seit der Gründung 1992 und Mitglied der FDP. Schön, dass Sie da sind. Zum anderen aber auch Professor Dr. Bettina Völter, Rektorin der Alice-Salomon-Hochschule seit 2018, Diplom-Politologin und Doktorin der Soziologie. Klasse, dass auch Sie hierher gefunden haben. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, außerdem noch die Begründerin des Alice-Salomon-Archivs, Dr. Adriane Feustel. Sie sind auch mit dabei und Sie sind auch gleichzeitig noch Historikerin. Schön, dass auch Sie da sind. Herzlich willkommen. Und zu guter Letzt ist auch Herr Dennis Buchner, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, seit dem vergangenen Jahr mit bei uns in der Runde und Teil dieses Podcasts hier heute. Vielleicht an Sie direkt die erste Frage, Herr Buchner. Was bringt Sie hier heute her und was verbindet Sie mit Alice Salomon? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auf den Namen Alice Salomon erst gestoßen bin, als ich schon eine ganze Weile in Berlin war, und zwar über den namensgebenden Titel der Hochschule, die heute ihren Namen trägt. Und als ich mich dann mit der Person etwas stärker beschäftigt habe, bin ich halt auf eine faszinierende Frauenbiografie aus dem vorvergangenen Jahrhundert gestoßen. Eine frühe Feministin, eine unglaublich politische Frau und natürlich eine Pionierin auch für die Rechte der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse und für die soziale Arbeit. Und insoweit ist es mit Recht so, dass sich das Abgeordnetenhaus hier auch in einer Ausstellung dem 150. Geburtstag von Alice Salomon widmet. Ja, danke schön. Genau, es gibt diese Ausstellung, die jetzt noch bis zum 2. Mai zu sehen ist im Berliner Abgeordnetenhaus. Frau Feustel, da sind Sie ja auch mit dran beteiligt, beziehungsweise sagen Sie doch mal, was hat Sie hierher gebracht und in welcher Stelle sind Sie Alice Salomon das erste Mal begegnet? Ja, auch Sie sind ja schon lange sozusagen mit ihr, oder Alice Salomon ist ja sozusagen Wegbereiterin oder Wegbegleiterin von Ihnen auch. Zunächst mal möchte ich betonen, hervorheben, dass ich es sehr, sehr toll finde, dass das Abgeordnetenhaus die Ausstellung hier zeigt und damit was nachholt, was Alice Salomon seit ihrer Vertreibung 1937 beziehungsweise seit 1933 auch wieder abgesprochen wurde, verwehrt wurde, nämlich eine Anerkennung, die tatsächlich über den Rahmen der sozialen Arbeit im engeren Sinn weit hinausgeht. Und ich denke, das Abgeordnetenhaus ist einfach ein wirklich guter Platz, um das deutlich zu machen. Und die Begründerin der sozialen Arbeit in ihrer Vielfältigkeit und zu zeigen. Und dazu ist die Ausstellung einfach ein ganz besonderes Mittel. Und ich empfehle jeden, der uns hier hört, die Ausstellung wirklich zu besuchen, weil sie das Leben und Wirken von Alice Salomon aufblättert und man tatsächlich es auf sich wirken lassen kann. Dass kein anderes Medium
ist dazu in der Lage und die Künstlerin Dessa und ihre Kuratorin hat diese Ausstellung einfach hervorragend inszeniert. Darüber ließe sich jetzt noch vieles sagen, aber die Zeit ist bemessen. Mein Bezug zu Alice Salomon, also der Bezug zu der Ausstellung und zu der Künstlerin läuft über Alice Salomon. Mein Bezug zu Alice Salomon ist ein bisschen älter, aber längst nicht so alt, wie er hätte sein können. Ich bin seit 1971 der heutigen Alice Salomon Hochschule. 1971 wurde sie gerade in den Rang der Fachhochschule erhoben, die Akademie damals, verbunden. Und seit den 90er Jahren habe ich mich mit der Geschichte der Schule, die ursprüngliche Name der heutigen, also Vorläuferin der heutigen Alice Salomon Hochschule, ist die Soziale Frauenschule. Und darauf kommen wir vielleicht nachher noch, muss ich jetzt auch nicht vertiefen. Also mit der Geschichte und vor allen Dingen dem Bruch 1933, wie der möglich war und wie der an der Schule vollzogen worden ist. Und seit Mitte der 90er Jahre dann mit dem Werk von Alice Salomon und habe dann ihre Schriften in einer kommentierten Auswahl herausgegeben. Und dies beides zusammenführte zur Gründung, wenn man so will, des Alice Salomon Archivs zu dem Zeitpunkt, als die Hochschule nach Hellershof umzog und ihren ursprünglichen Ort in Berlin-Schöneberg verlassen hat. Ja, Frau Völter, Sie sind Rektorin genau dieser Hochschule, schon jetzt einen kleinen Moment, auch schon, ja, doch als ich angefangen habe, selber soziale Arbeit zu studieren, da waren Sie auch schon. Bei meiner Erstsemesterveranstaltung haben Sie mich schon begrüßt, genau. Wie ist es denn bei Ihnen? Also bestimmt ist Ihnen Alice Salomon nicht erst zu Beginn Ihrer RektorInnenschaft begegnet, sondern an welcher Stelle vorher? Ja, in der Tat auch als Hochschule, ähnlich wie bei Herrn Buchner. Es war wirklich ein Traum von mir, an diese Hochschule zu kommen als Professorin. Ich bin 2007 berufen worden und ich hatte da die Chance, dann mit einer Studierendengruppe, damals machte man noch weite Exkursionen, wir sind nach Chicago gefahren, um die Arbeit von Jane Addams, die auch in gewisser Weise eine Kollegin, eine Wegbegleiterin von Alice Salomon aus der Ferne war, anzusehen. Und wir sind über New York gefahren, um am Grab von Alice Salomon einfach die Geschichte zu erinnern. Damals war auch meine erste Begegnung mit Adriane Feustel, deren Arbeiten ich dann auch intensiv zur Vorbereitung gelesen habe. Sehr tolle Arbeiten über auch das Exil und diese schwierige Zeit im Nationalsozialismus, die Vertreibung von Alice Salomon und auch ihr Werk. Wir waren dann also 10 Studierende und meine Wenigkeit und hatten auch die Gelegenheit, eine Großnichte zu sehen. Und der Friedhofsgärtner oder der jedenfalls Zuständige für die Grabsteine hat uns begleitet, der war sehr kundig. Und hatte angewiesen oder in Vorbereitung das Grab säubern lassen von also all dem Schmutz und Zeitläufte sozusagen, die es schon umgab und hat gesagt, das ist die erste Studierendegruppe, die jetzt nach New York kommt und dieses Grab sich anschaut. Also wir waren dann auch richtig stolz und fanden das also unerhört, dass wir jetzt die Ersten sind. Es war aber unfassbar lebendig und wir waren sehr, sehr berührt, da an diesem Grab zu stehen und natürlich uns über dieses Grab auch zu beschäftigen mit dieser wirklich für Alice Salomon ja sehr schweren Zeit im Exil, traurigen Zeit und auch ja einsamen Zeit, muss man sagen. Und und von dort aus ihre Geschichte auch nochmal uns nahebringen zu lassen. Also das war wirklich mein erster Herzensmoment mit Alice Salomon und das werde ich auch nie vergessen. Ah, toll, okay, verstehe. Ja, da war es noch möglich, ja sehr lange, sehr weite Reisen und Exkursionen zu machen. War auch gar nicht so teuer, komischerweise. Ja, okay. Wie war es denn bei Ihnen? Also ich muss auch zu meiner Schande gestehen, den Namen hatte ich schon mal gehört, aber viel mehr wusste ich nicht von ihr, auch in der politischen Arbeit nicht. Aber wenn man sich dann reinkniet in ihren Lebenslauf, dann kannst du nur noch in die Knie gehen vor Ehrfurcht, was diese Frau alles in Bewegung gesetzt hat. Es gibt ja nicht wenige Wissenschaftler, die inzwischen sagen,
dass die Entwicklung Deutschlands, wie es heute ist, zu einem sozial ausgerichteten Gemeinschaftswesen ohne die Frauenbewegung in Deutschland nicht zustande gekommen wäre. Das habe ich in dieser Deutlichkeit vor 30, 40 Jahren nie zu hören bekommen. Und in dieser Bewegung hat Alice Salomon eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und man muss sich ja auch mal klar machen, in was für Zeiten Alice Salomon sich für dieses Thema eingesetzt hat, nämlich Reform der sozialen Arbeit, Anerkennung der Professionalität der sozialen Arbeit. Das war ein Fremdwort zu der Zeit. Da war soziale Arbeit, das war Sache der Frauen, selbstverständlich unbezahlt. Und bei den Ärmsten der Armen, wo dann jeder noch mit 3 oder 4 Jobs, wenn es die denn überhaupt gab, irgendwie in die Reihe kommen musste, sehr, 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 sehr schwierig. Und es ist deshalb ein gar nicht hoch genug einzuschätzende Anerkennung von dem Wirken von Alice Salomon. Sie hat eine Promotion zu einem ökonomischen Thema eingebracht, zu einer Zeit, wo viele Mädchen noch gar nicht an die Hochschulen durften. Sie hatte auch kein Abitur. Das muss man sich mal vorstellen, was diese Frau alles in Gang ist. Sie muss eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, dass sie sehr innovativ und anregend gewirkt haben. Das habe ich so rausgelesen jetzt aus allem, was sie da in Gang gebracht hat. Aber was ich das Entscheidende finde, ist, dass sie, ich würde mal sagen, einen der wichtigsten Teile beigetragen hat zur Professionalisierung der sozialen Arbeit, zur Bezahlung und Anerkennung und Weiterbildung, Schulung in der sozialen Arbeit. Das bedeutet eine vollkommene Veränderung der Hierarchien, auch der Wissenschaften untereinander. Ich habe noch Zeiten erlebt, wo ein Jurist, also ich habe in Bonn studiert, das war damals schon die konservativste Universität Deutschlands, da ging alles hin so aus dem höheren Beamtenstand und vom diplomatischen Korps und so. Ne? Das waren so im Wesentlichen die Studenten und da waren auch noch die paar Bonner. Ja? So habe ich die Bonner Zeit auch erlebt und da habe ich diese spöttische bis herablassende Haltung der Juristen gegenüber allen anderen Wissenschaften sehr hautnah erleben dürfen und besonders gegenüber den Sozialwissenschaften. Die wurden überhaupt nicht ernst und wahrgenommen. Und da, finde ich, ist Deutschland doch ein gutes Stück weitergekommen. Es haben inzwischen alle begriffen, wie wichtig soziale Arbeit ist und auch die Qualität der sozialen Arbeit. Und Alice Salomon hat dafür den Grundstein gelegt. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja, ich würde ergänzen. Wunderbar, dass Sie das so dargestellt haben. Ich kann dem nur zustimmen und gerne ergänzen, dass sie ja auch für die Akademisierung der sozialen Arbeit genau, steht. Genau, ja, das meinte ich auch mit Professionalisierung. Sozusagen, es soll überhaupt ein Beruf werden, diese ja. ehrenamtliche Tätigkeit, diese selbstverständliche, eigentlich gar nicht gesehene Tätigkeit im Care-Bereich, würde man heute sagen, in der Pflege, in der Bildung von Kindern, im sich sorgen, um auch bedürftige Menschen und das eine, es wird zum Beruf und es wird ein akademisierter Beruf. Das heißt ja. also, das Ziel war immer auch wirklich eine Universität, eine hochschulische Bildung und das haben wir, Frau Feusel hat es ja gesagt, seit 1971 erreicht mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften, heißt ja heute University of Applied Sciences. Diese Angeweintheit dieser Wissenschaften, das ist das wahrscheinlich, Frau von Braun, was Sie sagen, was so abfällig vielleicht von ja. manchen hehren anderen Wissenschaften betrachtet wird. Es ist aber durchaus ausgesprochen anspruchsvoll, diese Ganzheitlichkeit Natürlich. Zu denken. Zum einen sehr, sehr innovative Fragestellungen, die Gesellschaft überhaupt noch nicht gelöst hat, die sehr viel mit der Praxis, dem praktischen Handeln im helfenden Beruf, ob es nun in der Pflege oder in der Kindheitspädagogik oder in der sozialen Arbeit ist, da entstehen spannende, hochrelevante Fragestellungen und diese dann ganzheitlich zu betrachten mit juristischem Sachverstand, mit ökonomischem, mit psychologischem, mit sozialräumlichem Sachverstand. Also man betrachtet ja den Menschen in seinem Kontext und das ist auch etwas, was Alice Salomon sehr, sehr hervorgebracht hat und eigentlich als und Pionierin auch. Und sie hat insofern auch das Jurastudium geändert. Ja. Denn ich kann nur eins sagen, was ich inzwischen, mein eigener Ehemann war Jurist
Und der hat, als er in Rente gegangen ist, hat er das ein solches Defizit empfunden, dass die soziale Frage nicht genug vorgekommen war in seinem Studium. Der hat im Rentenalter noch Sozialwissenschaften studiert, weil er das selber als Defizit empfunden hat, dass diese Frage nicht genug im Jurastudium vorkommt. Okay, also da hat Alice Salomon auf jeden Fall sehr weitreichende Einflüsse auf sehr unterschiedliche Bereiche genommen. Das haben wir jetzt schon gehört. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück in, lassen uns vielleicht nochmal eine Reise in die, zurück in die Geschichte machen. Herr Buchner, was zeichnet denn Ihrer Meinung nach das Wirken von Alice Salomon aus? Ja, es ist ja mehrerlei, vor allem wenn man jetzt über 150 Jahre und über diese Biografie zurückblickt, weil sie ja etwas ganz Besonderes ist. Sie ist in einer Familie mit, ich glaube, 7 Geschwistern aufgewachsen. Sie war eines von den Mädchen, der ja eine ganz klare Rolle zugedacht gewesen ist. Auch in diesen, wir sind im Jahr 1880, 1890, es gab eine klare Rollenverteilung für Mädchen. Da ging man nicht zur Schule, da packte man in der eigenen Familie mit an und schließlich ist sie eine der ersten Biografien, die sich so richtig mit durchgekämpft hat, die sich das Recht auf den Zugang zur Bildung erkämpft hat, die dann tatsächlich natürlich kein Abitur machen konnte, die sich dann Anfang des Jahrtausends, als sich die, also Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich die Welt dann so ein wenig verändert hatte, den Zugang zur Hochschule ohne Abitur erkämpfte und die sich dann, da war sie immerhin schon Ende 20, Anfang 30, weitere Bildungsschritte erkämpft hat, eben dann im Bereich der sozialen Arbeit und insoweit eine echte Vorreiterin. Und es kommt so viel Geschichte bei ihr ja noch dazu. Sie war Jüdin, ist irgendwann dann konvertiert zum Christentum, war eigentlich also nicht jüdisch-religiös und hat dann aber nochmal, als sie sich das alles erkämpft hatte und dann die Nazis an die Macht kamen, 33 und 37, quasi ihr gesamtes Lebenswerk hergeben müssen in der Nazi-Zeit, weil es einfach nicht mehr anerkannt gewesen ist, weil es ihr eben nicht geholfen hat, dass sie ihre jüdischen religiösen Wurzeln abgelegt hatte und bis zu der Tatsache, dass einerseits ihr gesamtes berufliches Wirken in dieser Zeit nochmal, ja, es gab ja auch ein Rollback, was die Rolle der Frau anging nochmal, dass dieses ganze Wirken in Frage gestellt wurde und andererseits, dass sie dann Ende der 30er Jahre ja vor die Wahl gestellt wurde, entweder du verschwindest hier und du wanderst aus oder du rückst in den Knast ein und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das ist eben eine Frau, die hier dann über 60 Jahre alt gewesen ist, die sich hier ganz hoch gearbeitet hatte, deren Lebenswerk dann in Frage gestellt wurde und die dann in der Emigration sozusagen wahrnehmen musste, wie das hier in Deutschland alles den Bach runtergeht und keine guten Jahre, keine guten letzten Jahre gehabt hat. Und insoweit ist es einfach eine unglaublich interessante und vorbildliche Frauenbiografie und sicherlich auch eine Frau, die mit dazu beigetragen hat, dass wir heute mit einem anderen Blick einerseits auf die Rolle von Frauen, ich sitze ja hier mit lauter starken Frauen, auch dafür ist sie Vorreiterin gewesen, aber natürlich auch eine Vorreiterin, das ist gerade schon angeklungen, was das Berufsbild der sozialen Arbeit angeht, über das wir heute natürlich auch noch tagesaktuelle Diskussionen führen könnten, die jetzt von Bezahlung, von nach wie vor der Tatsache, dass wir im Bereich der sozialen Arbeit mit einem weit überwiegenden Frauenanteil unterwegs sind und natürlich auch nach wie vor von dem einen oder anderen belächelt wird, was da gemacht und geleistet wird. Und insoweit sind die Diskussionen, die damals angestoßen sind und wurden von Alice Salomon auch heute noch brandaktueller. Ja. Deswegen sitzen wir ja auch hier. Also wenn es jetzt so um die Auswirkungen, Bedeutung von Alice Salomon geht, in welche Dimension, Richtung, würde ich gerne ergänzen und vielleicht eine kleine Fußnote dazwischen machen. Ich bin ganz begeistert über Ihre Beiträge. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders. Da war die Bezugnahme auf Alice Salomon noch viel geringer, vor 20 Jahren sowieso. Also insofern freut mich das sehr, dass ich hier irgendwie ergänzen kann und nichts Fundamentales erzählen muss. Was ich wirklich besonders wichtig, anhaltend wichtig finde, Alice Salomon hat sozialen Arbeit einen Horizont gegeben, eine Orientierung gegeben, die man nicht vergessen kann. Sie hat soziale Arbeit in dem Kontext der Frage eigentlich, wie ist Gesellschaft möglich, gestellt. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, wenn Gesellschaft droht, in zu große Spannungen
zu geraten und zu zerfallen. Also, ja. Das war um 1900 eine brennende Frage, weil die Auseinandersetzung im wilhelminischen Deutschland und nicht nur da sehr, sehr heftig gewesen sind. Und man sich die Frage gestellt hat, wie kann denn diese Gesellschaft eigentlich eine Gesellschaft sein? Ja? Da ist die Soziologie entstanden, da ist in der Philosophie die Frage besprochen worden, etc. pp. Und Alice Salomon und ihre Generation von Mitstreiterinnen, sie war ja nicht die Einzige, Gott sei Dank, die verstanden die soziale Arbeit als einen Brückenschlag zwischen den produzierenden Klassen, den Armen und den bürgerlichen Klassen und speziell haben den Frauen eine spezielle Rolle und eine Möglichkeit zugewiesen. Und Herr Buchner, mir ist es wichtig, wenn heute immer so ein bisschen kritisch auf, es sind so viele Frauen, das hat wirklich bewusst als ein Beitrag von Frauen zur gesellschaftlichen Entwicklung begonnen. Und das sollten wir nicht, wirklich nicht geringschätzen und gar nicht vergessen. Also es war nicht eine Notlösung oder Frauen suchten halt auch eine Betätigung, sondern, und das ist wirklich ein Verdienst von Alice Salomon, diese Dimension aufgezeigt zu haben und sich damit immer wieder beschäftigt zu haben, weil im Laufe ihres Lebens immer wieder Krisensituationen gewesen sind, in denen das neu bestimmt werden muss. Und das ist was, was also in jeder wirklich ans Herz gelegt werden sollte, dass man sich immer neu mit diesen Fragen beschäftigen muss und eine eigene Position finden muss. Also sie gibt nicht die Anweisung, so und so muss es sein. Was sie gibt, wenn man von Anweisungen reden will, dann ist es, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen analysieren, wir müssen Lösungen für Konflikte finden und die Wege für die Lösung aufzeigen. Und das ist eine zweite Stärke, die sie ausmacht. Sie ist immer auf Lösung und wer diese Lösung umsetzen kann, fokussiert. Ja, ich würde gerne anknüpfen. In der Ausstellung ist mir gerade noch mal ein Bild aufgefallen, wo es um das Wahlrecht von Frauen geht, das ja zur Geburtsstunde von Alice Salomon noch gar nicht da war, errungen wurde. Das ist hier eine der Mitstreiterinnen, die das Frauenwahlrecht mit erkämpft und eben zum Beispiel dann sagt, naja, wenn sich Frauen engagieren, nicht, dass sie ins Kulturelle abgeschoben werden, sie sollen wählen dürfen, um eben einzugreifen, um Entscheidungen mitzugestalten, so wie Frau Feustel es eben dargestellt hat. Ich möchte an der Stelle nicht versäumen, das zu sagen, dass das Alice Salomon Archiv und die Dokumente, die dort versammelt werden, was von Adriane Feustel im Wesentlichen mitbegründet wurde, auch von Christine Labonté, meiner Vorgängerin, sehr unterstützt wurde, dass das einen ganz, ganz hohen Wert hat für diese Sammlung der Geschichte der Frauenbewegung, der Friedensbewegung, der Wegbegleiterin von Alice Salomon, der Geschichte von Alice Salomon und natürlich auch der Institutionen, wie der Bildungsinstitution, das heißen ja auch einige Schulen nach Alice Salomon, aber jetzt natürlich auch dieser Hochschule. Und es ist nicht ganz einfach gewesen, glaube ich, Frau Feustel, das könnten Sie vielleicht noch mal sagen, dieses Archiv zu gründen. Es war unter sehr prekären finanziellen Bedingungen. Frau Feustel hat es, glaube ich, auch sehr, sehr ehrenamtlich viel gemacht, viel sich reingehängt und reingearbeitet in die Geschichte. Und es gab auch Konflikte damals in der Hochschule. Es war nämlich gar nicht so ausgemacht, welche Rolle spielte eigentlich Alice Salomon im Nationalsozialismus. Und da hat Adriane Feustel und auch Herr Wieler, die dann gearbeitet haben an dieser Geschichte, doch aufzeigen können, dass sie wirklich Opfer des Nationalsozialismus war, auch ihre eigene Institution, unsere Vorläuferinstitution, sie doch ausgestoßen hat, in den 50er Jahren diese Geschichte gar nicht mehr gut erinnert wurde. Wir haben jetzt gerade ein Band gemacht zu 50 Jahre Fachhochschule ASH Berlin, also 1971 bis heute oder bis letztes Jahr.
Wir haben da nochmal einen Beitrag des Archivs, der Archivmitarbeitenden, die deutlich gemacht haben, in den 50er Jahren, als es schon mal die soziale Frauenschule ihr 50-Jähriges hatte, da wurde so getan, als wenn die Jüdinnen, die Kolleginnen, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft gehen mussten, die vom Nationalsozialismus verfolgt wurden, die wurden so nonchalant eingeladen, ach, kommt doch auch zu diesen 50 Jahren, und es wurde gar nicht kritisch bemerkt, was ihnen eigentlich angetan wurde. Insofern ist das ein weiter Weg bis hierher, und da möchte ich einfach nochmal würdigen, dass Frau Feustel da einen ganz, ganz zentralen Beitrag geleistet hat, und auch das Archiv. Für eine kleine Hochschule ist ein Archiv was ganz Besonderes. Wir können das uns eigentlich gar nicht leisten so, und das wäre dann vielleicht was für die Zukunft, wo ich nachher gerne nochmal anknüpfen würde, aber es ist wirklich ein Kleinod, es ist in der Welt sozusagen ein Ort, wo viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch hinkommen, weil dort Dokumente auch durch Schenkungen der Familie versammelt sind, die es so an anderen Orten nicht gibt, die oft in Verwaltungsarchiven oder sonst wo irgendwo auch da sind, aber die man so nur sehr, sehr mühevoll finden würde. Und Herr Buchner, welche Verantwortung trägt denn so die aktuelle Berliner Politik, um das Erbe von Alice Salomon, was jetzt hier schon so vielfach benannt wurde, und auch das Wirken aufrechtzuerhalten und weiterzutragen? Naja, ganz viele Werte, die Alice Salomon vertreten hat, sind natürlich Werte, mit denen die Stadt Berlin heute noch wirbt. Die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, eine gute Bildung genießen zu dürfen, vor allem auch unabhängig von dem Personenstand, vom Familieneinkommen, an Bildung teilnehmen zu können, die Gleichberechtigung von Frauen, all das sind Werte, die Berlin heute noch vertritt, selbstverständlich, die ja nicht nur Berlin, sondern die sich heute durchgesetzt haben. Und deswegen ist eben das Wirken von Frauen wie Alice Salomon für Demokratie und für die Gleichberechtigung von Frauen so wichtig. Und für uns als Stadt und Land Berlin ist es natürlich wichtig, an solche Biografien ganz besonders zu erinnern. Das ist dann auch die Namensgebung einer Hochschule, oder in Berlin gibt es auch einen Park, der nach Alice Salomon benannt ist. Man konnte sie leider nach den Regularien, die wir für die Ehrenbürgerwürde haben, nicht mehr auszeichnen als Ehrenbürgerin, weil sich die Westberliner Linie durchgesetzt hat, zu sagen, es darf nur Ehrenbürgerin dieser Stadt werden, wer noch am Leben ist. Insoweit wäre Alice Salomon sicherlich auch dafür eine Person gewesen. Aber ich glaube, man muss es einer solchen Biografie auch schuldig sein, immer wieder daran zu erinnern, dass es das gab, dass es diese Role Models auch gegeben hat. Ich finde es irgendwie auch gut, das zu vermitteln und solche Biografien auch weiter zu ermitteln, weil das eben auch zur politischen und zur kulturellen Bildung unserer Stadt gehört, solche Biografien zu haben, weil am Ende auch nur für die Zukunft und fürs Gestalten und für Politik auch zu gestalten lernen kann, wer solche Biografien kennt und wer sich auch mit solchen Geschichten beschäftigt hat. Dass es eben vor 150 Jahren mal nicht ganz so einfach gewesen ist, sich Bildung zu erkämpfen und insbesondere als Frau Bildung zu erkämpfen. Vielleicht, Herr Buchner, wenn Sie das so schön ausbuchstabieren, was ich sehr gut finde, dann fände ich eigentlich ganz schön, wenn das Land Berlin sich überlegen würde, statt der Ehrenbürgerinnenwürde, das Alice-Salomon-Archiv in die institutionelle Förderung zu übernehmen und wirklich als Ort auch anzuerkennen, der Erinnerungskultur und auch der Geschichtswissenschaft für das Land Berlin, weil, wie gesagt, dort sehr, sehr wertvolle Dokumente sind. Wir versuchen das immer noch irgendwie mit einer halben wissenschaftlichen Mitarbeiterin, einer halben Archivarin jetzt von der Stelle her zu betreiben. Es wird nicht vor die Klammer gezogen in den Hochschulverträgen, was wir seit Jahren gerne hätten, weil es einfach ja auch eine kleine Hochschule, die Aufgabe nicht einer kleinen Hochschule ist, ein solches Archiv zu führen. Das überschreitet einfach unsere Möglichkeiten. Aber das wäre ein wunderbares Geburtstagsgeschenk des Landes Berlin an Alice Salomon und ihre Mitstreiterinnen und auch die nachfolgenden Generationen, die das Archiv aufgebaut haben und gepflegt haben. Okay, also ich sehe, es gibt da sehr unterschiedliche Prozesse, die immer noch am Laufen sind, um das Erbe aufrecht zu erhalten von der Alice Salomon. Sie können gerne ergänzen. Ja, ich würde gerne auch noch dazu was hinzufügen. Ich habe mal so gegoogelt, wer alles sich so inzwischen nach Alice Salomon nennt. Und da war ich ganz überrascht, das ist mitnichten nur Berlin.
Es gibt inzwischen ganz viele Orte, wo Straßen, Schulen, weiß der Himmel, nach Alice Salomon benannt sind. Das heißt, es hat sich schon rumgesprochen, was diese Frau alles bewirkt hat im Verhältnis der Wissenschaften zur Politik und auch der inneren Verhältnisse in den Wissenschaften. Also allein die Tatsache, dass die Sozialwissenschaften jetzt im Rang immer weiter nach oben stehen, in der Anerkennung, das ist ja schon eine halbe Revolution, wenn ich die 60er oder 70er Jahre in Erinnerung habe. Und die soziale Arbeit als Profession anzuerkennen, das bedeutet ja Loslösung von einem Rollenbild, von einem traditionellen Rollenbild. Die soziale Arbeit war bis zur Einführung der Sozialwissenschaften, das war unbezahlte Arbeit, von Frauen ausgeübt, und das konnten sich eigentlich nur Familien leisten, die sich das leisten konnten, ja? Also ein unbezahltes Mitglied in ihren Reihen zu haben. Aber ganz Millionen von Menschen konnten gar nicht so denken. Insofern war das Rollenbild da natürlich auch sehr, sehr, sehr anders als in der Mittel- und in der Oberschicht. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass soziale Arbeit als Beruf anzuerkennen. Und dazu hat die Sozialwissenschaften einen erheblichen Beitrag geleistet. Und da war eine der Trägerinnen, der Grundlegerin war Alice Salomon. Das kann man gar nicht hoch genug, wir als Frauen insbesondere, gar nicht hoch genug schätzen. Dankeschön. Jetzt ist es schon ein fortgeschrittener Zeitpunkt in dieser Diskussion. Wir haben uns jetzt schon sehr viel mit den Werten und auch der Biografie an sich von Alice Salomon beschäftigt. Aber natürlich wurde auch schon gesagt, es ist total wichtig, das Gedenken aufrechtzuerhalten, um auch den kommenden Generationen, die in den Sozialwissenschaften, aber vor allem auch in der sozialen Arbeit tätig sein werden, mich eingeschlossen, um mal darüber zu sprechen, in welche Zukunft blicken die denn? So, wie wird das sich in Zukunft wandeln? Welche Lehren ziehen wir auch aus der Biografie? Da ist meine Frage an Sie, was würde denn Alice Salomon verändern, wenn sie jetzt leben würde? Frau Feustel, vielleicht können Sie dazu etwas sagen? Ich bin nicht so gut in spekulativen Fragen und Antworten. Was sie sicher machen würde, wäre eine Stellung zu nehmen zu dem Krieg gegen die Ukraine. Sie hat und nach Möglichkeiten der Unterstützung des Freiheitskampfes des Volkes in der Ukraine zu suchen. Also das scheint mir ein wichtiger Aspekt, dass man als Bürger und Sozialarbeiter verpflichtet ist, Stellung zu nehmen, Stellung zu beziehen und an den Lösungen mitzuarbeiten. Dafür, ich kann jetzt bloß verweisen und vielleicht eine Anregung geben. Sie hat 1940 vor dem Eintritt der USA in den Krieg, sie selber lebte in New York, in einer schwierigen Position als Immigrantin am Anfang des Krieges. Da war es egal, ob man Jüdin war oder und was ihre, auch immer. Und ihre Arbeit wurde nicht anerkannt. Und der Krieg eskalierte, Großbritannien wurde bombardiert und. Da hat sie einen sehr störrischen, aber sehr interessanten Text darüber geschrieben, eigentlich zum Thema Pacifism is not enough, und aber gefragt, wie kann man an pazifistischen Positionen festhalten, und hat die Frauen wirklich in die Pflicht genommen. Und also ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, weil der Text ist echt kompliziert. Er hat die amerikanischen Frauen angesprochen. Das als Immigranten in der Situation war wirklich nicht einfach. Und die Brücke zu den Frauen in Deutschland versucht zu schlagen und an deren Verantwortung zu appellieren. Das war natürlich auf einer appellativen Ebene, das ging ja nicht anders. Aber
Also das sind wirklich sehr, sehr besonders eindrucksvolle Stellungnahmen, die sie sich da erarbeitet hat und wo sie kein Tabu scheut und zurückgreift auf die Antike und die Mütter und zukünftige Mütter in die Pflicht nimmt. Und vielleicht darf ich das anfügen, ich habe heute Morgen im Radio gab es einen Beitrag, ich dachte, ich höre nicht richtig, wo erinnert wurde an den Widerstand der russischen Mütter gegen gegen die russische Regierung im Tschetschenienkrieg, wo die öffentlich aufgetreten sind und sich gegen den Krieg verwehrt haben. Auch der aus der Gender-Perspektive der Blick ist manchmal hilfreich und nötig und eröffnet auch vielleicht Räume. Und Frau von Braun, Sie sind ja in der überparteilichen Fraueninitiative aktiv. Können Sie vielleicht auch sagen, an welcher Stelle sich auch Dinge schon zum Positiven verändert haben? Jetzt verändert? Ja, im Vergleich zu, gut, Sie sind 1984 in die Politik gegangen. Also ich finde schon allein die Tatsache der Wertschätzung der sozialen Wissenschaften und der sozialen Arbeit, das alleine ist schon im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren Erdbeben, was durch diese Gesellschaft sich gezogen hat. Und dass in der Frauenbewegung sich da doch sehr, sehr viel getan hat. Das war ja ein langes Auseinanderstreben zwischen der bürgerlichen Frauenbewegung und der sozialdemokratischen und der linken Frauenbewegung. Da gab es ja tiefe, tiefe Gräben. Und da hat sich viel, viel getan in der Überbrückung dieser Gräben auch. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Okay, alles klar. Na, jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass... Also es wäre schwer möglich, aber würde Alice Salomon noch leben, dass sie weiterkämpfen würde. Denn natürlich hat es große Fortschritte gegeben in der Frauenbewegung und trotzdem gibt es nach wie vor natürlich noch vieles zu tun, auch in dem Bereich. Ich gucke in dieses Parlament und sehe zumindest in vielen Fraktionen sehr geringe Frauenanteile, also im Bereich der Politik. Ich gucke auf Gehaltsunterschiede, die es immer noch gibt, von 6% im Gehalt, selbst da, wo Frauen und Männer exakt die gleiche Arbeit machen. Und auch das ist noch nicht gerecht ausgeglichen. Und ich sehe auch, dass Frauen und Mädchen die besseren Bildungsabschlüsse machen, aber in den Führungsetagen in der Wirtschaft nicht ankommen. Also gäbe es auch noch eine ganze Menge für Alice Salomon heute zu tun. Und insoweit bleibt ihr Vermächtnis als Rollenmodell und als Vorbild für viele Frauen, die heute die nächsten Schritte erkämpfen müssen, zu dienen. Und natürlich, Sie haben es gerade gesagt, die Anerkennung des Jobprofils von sozialer Arbeit, von Arbeit am Menschen, das ist etwas, was in den letzten Jahren besser geworden ist, viel besser geworden ist. Natürlich in einer immer älter werdenden Gesellschaft, wo am Ende ja auch die in Anführungszeichen Gefahr droht, dass ich auch nochmal soziale Arbeit benötige, in einer Gesellschaft, in der sich das Rollenverhältnis geändert hat und Frauen mit Recht den Anspruch zu stellen, auch am Erwerbsleben teilzunehmen, möchte ich meine Kinder gut betreut haben. Auch das sind ja Profile, die sich einfach in den letzten Jahren entwickelt haben und eine viel höhere Akzeptanz des Berufsbildes und einfach auch die Notwendigkeit eines Berufsbildes, das heute akzeptiert ist, was sich zum Glück in den letzten Jahren ja auch mit steigender Wertschätzung, das kann immer noch weitergehen, aber mit einer steigenden Wertschätzung auch bei der Honorierung und bei der Bezahlung in solchen Berufsbildern deutlich macht. Und welche Verantwortung liegt dann dabei Ihnen als männlicher Präsident des Abgeordnetenhauses? Sehen Sie Ihre Verantwortung? In erster Linie liegt eine Verantwortung, die ich habe als Abgeordneter hier, als Haushaltsgesetzgeber, mit weiter dafür zu sorgen, dass eben Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte in der Pflege, in all diesen Sorgeberufen in der sozialen Arbeit, das besser bezahlt wird. Dass die gläserne Decke an die Frauen stoßen, dass man die Stück für Stück abbaut. Dass ich hier als Arbeitgeber im weitesten Sinne, als Leiter einer Behörde, die Verantwortung dafür trage, dass Frauen in Führungspositionen kommen, dass Frauen so bezahlt werden wie die männlichen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie die gleiche Arbeit hier leisten. Das sind Selbstverständlichkeiten, die man politisch hier in diesem Haus mit durchzusetzen hat, wo man an der einen oder anderen Stelle in der Gesellschaft aber noch mit kämpfen muss. Ja, ich knüpfe an, Herr Buchner, das ist sehr, sehr wichtig, was Sie sagen.
Alice Salomon hat ja, indem sie für die Akademisierung der sozialen Arbeit sich eingesetzt hat und dadurch auch die Verwissenschaftlichung sozusagen von Sozialarbeitenden auch in der Praxis mit befördert hat, etwas für die Arbeitsbedingungen auch tun wollen. Das heißt also, Personen, die sogenannte Fälle, also Personen oder Familien oder einfach Gruppen, die soziale Hilfe brauchen, mit diesen Personen oder Gruppen oder Familien arbeiten, sollen wissenschaftlich fundiert damit arbeiten. Das ist etwas, was sie mit Mary Richmond in der damaligen Zeit geteilt hat, Social Casework. Das heißt also, nicht aus dem Bauch heraus oder nicht sozusagen, von einem, der eine erzählt es dem anderen, wie man es machen soll, sondern wirklich wissenschaftlich fundiert. Und diese Methoden, dazu gehört zum Beispiel die Supervision, die viel zu wenig als Reflexionsinstrument in der Praxis der sozialen Berufe ist. Und ich nehme da jetzt nicht nur die soziale Arbeit. Die sozialen Berufe haben sich ja diversifiziert. Also es gibt ja die Kindheitspädagogik zum Beispiel auch an unserer Hochschule oder auch die Pflege, die Gesundheitswissenschaften, die gehören letztlich auch zu diesem ganzen Kanon. Da fehlt ganz, ganz oft die Supervision, der Rückzugsort, wo die professionell Helfenden nochmal reflektieren können, auch nach einer Systematik, nach einer Methode mit einer externen Person. Das wird oft nicht finanziert. Es wird auch, finde ich, zu wenig finanziert, unsere Hochschule. Es beginnt nicht erst im Beruf, sondern man muss auch eine Hochschule auskömmlich finanzieren, die dieses Programm fährt, die enorm wächst. Ich denke, es geht auch darum, den Bachelor Pflege, das ist der aktuell zu akademisierende Beruf. Bundesweit sind da viel zu wenig Studierende. Wir kämpfen gerade bundesweit darum, dass die Studierenden das auch gut studieren können. Das heißt also auch eine Finanzierung für ihr Studium bekommen, weil sie auch in Konkurrenz zum Ausbildungsberuf stehen, wo das heißt, das Angebot des Ausbildungsberufs steht in Konkurrenz zur akademischen Bildung, aber die akademische Bildung ist ja nach Bundesgesetzgebung gewünscht und auch absolut sinnvoll, weil sie einfach hochwertige Tätigkeiten am Arbeitsplatz auch von MedizinerInnen abnehmen soll, weil sie Gesprächsführung, Selbstsorge, Leitungstätigkeiten auch in der Pflege ermöglichen soll, wie in vielen anderen Ländern. Gleichwohl hat die Politik das entschieden, aber das Studium ist im Moment noch nicht studierbar. Wir haben viel zu wenig Einschreibezahlen. Wir müssen dieses Studium viel attraktiver machen. Das wäre sozusagen ein weiterer Punkt. Und schließlich möchte ich nicht versäumen, das Promotionsrecht anzuführen. Alice Salomon war promoviert. Ich denke, sie würde sich heute auch für das Promotionsrecht einsetzen, das das Land Berlin ja als drittes Bundesland auch ins Gesetz geschrieben hat. Da sind wir dran und das wäre sicher eine Genugtuung auch für Alice Salomon, dass man heute in Zukunft, ich hoffe, das geht eben schnell und bald, dass wir eine entsprechende Rechtsverordnung auch kreieren können, wo Personen halt promovieren können und das heißt also diese akademische Laufbahn auch bis zum Ende durchführen können und nicht sozusagen AkademikerInnen zweiter Klasse vielleicht sind. Das wäre sicher ein Anliegen von ihr. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal so ein bisschen quer dazu mich äußern darf. Also bei der Debatte um um das ernst zu nehmen, was Qualifizierung heißt und dass es diese natürlich die finanzielle Seite hat, auf jeden Fall. Supervision ganz wichtig, weil es ja eine besondere berufstätige Wissenschaft ist. Es ist ja nicht nur Wissenschaft, es ist ja die Anwendung, es ist die Entscheidung in einem Einzelfall und die braucht nicht nur Empathie, sondern viel Kreativität, viel Verantwortung und dafür ist eine supervisorische Auseinandersetzung, Begleitung unschätzbar wertvoll. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, den vielleicht ich besonders einbringen kann. Alice Salomon hat natürlich die Professionalisierung und sich dafür stark gemacht, dass Frauen höhere Positionen beziehen können und sie hat gleichzeitig ganz viel Wert auf die freiwillige, ehrenamtliche Arbeit gelegt. Und ich denke, das ist auch, und das ins Verhältnis zu setzen, nicht gegeneinander auszuspielen. Sie hat sich deutlich dagegen geäußert, dass
ehrenamtlicher Arbeit als Ersatz für staatliche, kommunale und so weiter Arbeit genommen wird. Das war nicht gemeint. Aber sie sagt, der Kern sozialer Arbeit, das soziale Engagement, ist ein individuell, ja, bürgerschaftliches Engagement, das, und der Kitt der Gesellschaft, wenn dieses Engagement sich entwickelt. Und wir erleben im Moment ja irgendwie die Bedeutung der Freiwilligen und, glaube ich, auch genau diese Spannung, das nicht zu überziehen. Es gab Zeiten, wo freiwillige Arbeit ganz abgelehnt wurde, als dem Staat seine Ausgaben zu ersparen. Nein, also es, wenn man sich auf Alice Salomon bezieht, dann muss man das genau im Blick haben, dass die Verbindung von beidem so wichtig ist, um diese Gesellschaft wirklich als eine soziale Gesellschaft schützen zu können und gegen eine Individualisierung. Herr Buchner, Sie sprachen das an, wir werden alt und brauchen Sozialarbeit. Die, also es gibt ja auch sowas wie eine Dissoziierung der Gesellschaft. Gerade, also es ist so die Kehrseite dieses fortschrittlichen Sozialarbeit und der Delegation von mitmenschlichen, zwischenmenschlichen Aktivitäten auf die Professionellen, die dann alles zugeschoben kriegen, was es an Problemen gibt, eine wirkliche Überforderung. Und damit aber das Engagement der einzelnen Bürgerinnen und Bürger ja, irgendwie entgegenzulaufen sozusagen. Ja? Also deshalb die Verbindung von beiden, die Wertschätzung von beiden und sie nicht gegeneinander auszuspielen, denke ich, ist ein ganz zentral wichtiger Punkt. Ja. Das spricht mir aus dem Herzen, was Sie gerade gesagt haben, aber ich möchte nochmal an die Ausgangsfrage zurückgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein Thema heute besonders anpacken würde, das ist das Stichwort Ausbau und Sicherung der Weiterbildung für ganz, ganz viele Berufe. Das ist ja auch wieder ein nächstes Erdbeben. Ganz viele Menschen können sich über diese Strecke vielleicht fehlende erste Qualifikation dadurch auch ausgleichen. Da spielt eine ganz große Rolle die informell erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen. Das kommt von der Europaebene her, auch auf die deutsche Berufsausbildung. Ich war jahrelang zuständig für die berufliche Bildung beim Senat und habe dabei gelernt, wie fixiert wir sind auf Examina und Zeugnisse in unserem deutschen Kultursystem. Und in Amerika, das auch durchaus nicht erfolglos ist in der Auswahl seiner Leute, die fragen viel mehr danach, was hast du gemacht? Und dazu zählt auch informell erworbene Kenntnisse, die vielleicht auch gar nicht akademisch zu sein brauchen, aber vielleicht bewiesen haben, dass ein Mensch gut organisieren kann, dass er gut über die Grenzen hinweg denken kann, wenn er für seine Organisation oder sein Unternehmen denkt. Und das sollte sich auch mehr niederschlagen in den Zeugnissen. Die Anerkennung von informell erworbenen Tätigkeiten und Kompetenzen. Also wir brauchen auch eine neue Grundausrichtung in der Bewertung von Kompetenzen. Und da tut sich Deutschland sehr schwer, weil wir sehr an unser Examen- und Zeugnisorientierung hängen. Okay. Danke Ihnen. Ich freue mich, dass wir so viele interessante Wortbeiträge heute in dieser Runde hier gemeinsam besprechen konnten. Und wir feiern ja 150 Jahre Geburt der Alice Salomon. Deswegen gerne von Ihnen ganz abschließend noch zwei Sätze dazu. Was feiern wir, wenn wir 150 Jahre Alice Salomon feiern? Frau Völter. Wir feiern die Musik. Wir haben von 2. bis 5.5. eine ganze Festwoche an der Alice-Salomon-Hochschule und die wird eröffnet durch das erste improvisierende Streicherorchester, was uns besucht. Das heißt, das werden Streicher und Streicherinnen im Sozialraum stehen, vor der Hochschule, in der Hochschule, im Audimax und uns auf ungewöhnliche Weise Musik nahebringen. Und Musik hat Alice-Salomon auch sehr geliebt und ich denke, wir feiern auch ihre Innovationskraft, ihre Frechheit, ihre Sensibilität, ihre Lust am Leben. Und das wäre mir wichtig, dass wir das zu den 150 Jahren auch feiern dürfen, neben all den Verdiensten und der Schwere, die wir heute ja auch
betont haben. Ja, ich freue mich, wenn möglichst viele Menschen vorbeigehen, dann vom 2.5. bis zum 5.5. auch in der Alice-Salomon-Hochschule und sich anschauen und anhören über das Wirken von Alice-Salomon. Und bis zum 2. Mai, also bis es in der Alice-Salomon-Hochschule losgeht, haben alle gern die Gelegenheit, hier im Berliner Abgeordnetenhaus vorbeizuschauen und sich die hervorragende Ausstellung der Künstlerin Dessa, The Art of Remembrance, über das Leben und Wirken von Alice-Salomon anzuschauen. Und damit feiert eben auch das Abgeordnetenhaus eine außergewöhnliche Frauenbiografie, die vor 150 Jahren ihren Anfang genommen hat. Ja, ich freue mich auch auf diesen großen Geburtstag und finde es wunderbar, dass das Abgeordnetenhaus von Berlin sich dieser großen Frau stellt und ihr diese Ausstellung auch widmet. Das hat sicher große Wirkung auch in die Öffentlichkeit. Und ich würde mich schon sehr freuen, wenn auch andere Berliner Hochschulen sich an dieser Feier beteiligen würden. Also es geht um eine Würdigung und nicht um eine Musealisierung. Das scheint mir das Wichtige zu sein. Und wenn ich das Hochschulmagazin, die Sonderausgabe oder Doppelausgabe zu Alice Salomons 150. Geburtstag durchblättere, dann finde ich das sehr ermutigend, dass irgendwie eine wirkliche Auseinandersetzung mit ihr stattfindet, auch eine kritische Auseinandersetzung, was ja auch unabdingbar ist und gewünscht ist. Aber eine Wertschätzung, auch eine Weiterführung, wie Sie das ja auch angesprochen haben, Herr Buchner. Ein Erinnern, das sowohl in die Geschichte gerichtet ist, natürlich Verantwortung für die Geschichte übernimmt. Die Familie Alice Salomons kommt in großer Zahl zu dem Jubiläum und wird auch, wenn ich richtig informiert bin, die Gelegenheit haben, hier im Abgeordnetenhaus empfangen zu werden, die Ausstellung zu sehen und eine Führung durch die Künstlerin zu bekommen. Das ist in Bezug auf die Verantwortung gegenüber der Geschichte für mich ein ganz, ganz großer Wert. Und perspektivisch in die Zukunft gerichtet, da brauche ich jetzt nichts weiter, glaube ich, ergänzen. Ja. Ja, ein einziger Satz noch, die Studierenden. Ich hatte ja vorhin ein Beispiel gebracht, wie ich zu Alice Salomon gestoßen bin sozusagen oder welches Erlebnis mir viel bedeutet. Wir werden bei dieser Festwoche auch natürlich die Studierenden fragen, was bedeutet Alice Salomon Ihnen heute? Und das ist ja ganz, ganz wichtig, um diesen Blick in die Zukunft zu richten und eine kritische Gedenk- und Erinnerungskultur auch über die Generationen hinweg zu pflegen, dass es eben nicht so museal zugeht, wie Sie gerade, Frau Fäustel, völlig zu Recht gesprochen haben. Und ich freue mich auch sehr auf die Verwandten und Angehörigen und Nachkommen von Alice Salomon, die der Einladung, die wir durch Spenden ermöglicht haben, sehr, sehr gerne folgen und aus Israel, USA und Großbritannien zu uns kommen und dann auch zu Ihnen ins Abgeordnetenhaus. Sehr gut, dann freue ich mich schon auf diesen Austausch mit meinen Kommilitoninnen und Auch freue ich mich, dass Sie heute hier waren und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörenden. Dann bis bald.